Wie viel wiegt ein Kilogramm? Komische Frage, denken manche von euch. Ein Kilo halt. Aber wer hat das festgelegt? Und woher wissen wir, dass ein Kilogramm immer gleich viel wiegt? Das erklären wir in diesem Video. Schon vor tausenden von Jahren haben die Menschen ihre Waren abgemessen. Das Kilogramm, wie wir es heute kennen, gibt es allerdings erst seit Ende des 19. Jahrhunderts. Um zu verstehen, warum wir das Kilogramm heute weltweit nutzen, reisen wir in die Vergangenheit. Vor den ersten Gewichtseinheiten wurden Produkte und Tauschware meist pro Stück oder pro Volumen gewogen, zum Beispiel mit einem Liter Wasser. Die erste bekannte Gewichtseinheit stammt aus der Antike, das sogenannte Gran, lateinisch für Korn. Und so einfach das klingt, so war es auch. Diese kleine Einheit war tatsächlich ein traditionelles Weizen- oder Gerstenkorn, umgerechnet gerade einmal 75 Milligramm schwer. Mit dieser kleinen Einheit wurden Edelmetalle und Edelsteine gewogen, wie das Karat, was auch heute noch genutzt wird. Für das Wiegen von großen Mengen, wie zum Beispiel einen Sack Linsen, war das Gran sehr umständlich. Deshalb leiteten verschiedene Völker ihre eigenen Gewichtsskalen davon ab. So entstanden in der Antike unter anderem der Schekel, das Talent oder auch das Pfund. Sie wurden von Herrschenden einer Region festgelegt. So reichte eine neue Einheit meist nur bis zur eigenen Landesgrenze, wenn überhaupt. Ein Beispiel. Schauen wir uns das Pfund an. Eine altmodische Bezeichnung für 500 Gramm, also ein halbes Kilo. Das ursprüngliche Pfund basierte auf der altrömischen Einheit Libra mit etwa 327 Gramm. Über die Zeit definierten verschiedene Regenten das Pfund immer wieder neu, aber nicht jede Region zog mit. Im Mittelalter etablierte sich das Pfund dann in vielen Regionen Europas als das Maß der Dinge. Tatsächlich war die Bezeichnung Pfund so beliebt, dass es sogar der Namensgeber für Währungen wie dem britischen Pfund war. Eine einheitliche Definition gab es weiterhin nicht. Sogar innerhalb Deutschlands wog das Pfund damals unterschiedlich viel. In Nürnberg 510 Gramm, in Berlin nur 467 Gramm. Besonders für den Handel waren die unterschiedlichen Werte der gleichnamigen Einheit ein großes Problem, denn lesen und rechnen konnten nur die wenigsten. Erst Mitte des 19. Jahrhunderts legte man in Deutschland das Pfund mit genau 500 Gramm fest. Eigentlich zu spät. Wenige Jahre später wurde es als Gewichtseinheit hierzulande verworfen. Entscheidend war damals die Französische Revolution und das Ende der Monarchie. Erstmals, unabhängig von königlicher Willkür, forderten die Bürger und Bürgerinnen Frankreichs, Maße und Gewicht einheitlich festzulegen. Diese Einheitenrevolution legte den Grundstein für das metrische System, wie wir es heute kennen. Auch andere Länder übernahmen diese bahnbrechende Idee. Um diesmal nicht wieder in abweichende Einheiten abzurutschen, schlossen sich diese Nationen zur sogenannten Meta-Konvention zusammen. Auf der ersten Generalkonferenz für Maß und Gewicht im Jahr 1889 legte man die Definitionen der neuen Einheiten fest. Das Gewicht wurde anhand eines kleinen Zylinders aus Platin und Iridium definiert, abgewogen genau ein Kilogramm. Sein Name, Le Grand K, auf Deutsch das Urkilogramm. Sicher verstaut unter gleich drei Glasglocken wurde es seitdem in einem Safe in Frankreich gelagert. Präzise Nachbildungen wurden an die Mitgliedstaaten der Meta-Konvention vergeben und regelmäßig mit dem Original verglichen. Das Kilogramm entsprach also dem Gewicht dieses einen Kilogramm-Prototyps. Bis zum 20. Mai 2019, der zweiten Revolution der Gewichtseinheit. Der Grund? Das Urkilo hatte über die Zeit überraschenderweise abgenommen. Ganze 50 Mikrogramm weniger wog es nach 130 Jahren im Vergleich zu seinen Imitaten. Warum? Das weiß keiner so genau. Vermutlich entwichen eingeschlossene Gase und machten das Kilogramm per Definition gar nicht mehr ein Kilo schwer. Klar war, das Kilogramm musste neu definiert werden, und zwar unabhängig von einem alten Artefakt wie dem Urkilo. Es brauchte eine Naturkonstante. Naturkonstanten werden auch bei allen anderen SI-Einheiten des metrischen Systems als Teil der Definition angewandt. Der Grund? Sie können nicht beeinflusst werden und bleiben überall und immer gleich.
perfekt für eine präzise und unabhängige Definition. So wie zum Beispiel die Berechnung eines Meters über die Konstante der Lichtgeschwindigkeit möglich ist. Für die Kilo-Definition war die Planck-Konstante H schon länger im Gespräch. Sie ist wichtiger Bestandteil der Quantenmechanik und ihr Namensgeber Max Planck sagte schon vor über 100 Jahren voraus, dass man mit ihr das Kilogramm definieren könne. Warum dauerte es also bis 2019, dass das ungenaue Urkilogramm ausgemustert wurde? Ganz einfach, weil man über Jahrzehnte auf der Suche war, den eigentlichen Wert der Planck-Konstante so genau wie möglich zu bestimmen. Und obwohl es gleich zwei Möglichkeiten zur Berechnung gab, fehlte es lange an der Präzision dieser Experimente. Voraussetzung für den ersten Ansatz war eine sogenannte Wattwaage, auch Kibble-Waage genannt. Stark vereinfacht gesagt, balanciert man hier mit Hilfe elektromagnetischer Spannung ein Gegengewicht aus. Ist die Masse des Gegengewichts bekannt, lässt sich die Planck-Konstante errechnen. Im zweiten Ansatz entwickelten Forschende diese fast perfekt reine und runde Siliziumkugel. Je perfekter die Kugel, desto genauer lassen sich die Atome darin zählen und so ihre Masse ausrechnen. Über die Atomanzahl gelangt man auch hier über Umwege zur Planck-Konstante. Für beide Techniken gilt im Umkehrschluss, mithilfe einer klar definierten Planck-Konstante lässt sich auch ein Kilogramm immer und überall gleich berechnen. Nach über einem Jahrhundert war es soweit. Bei der Generalkonferenz für Maß und Gewicht im Jahr 2018 wurde das Kilogramm endlich neu definiert. So I think the vote was unanimous, yes. Die lange Suche der Forschenden hatte sich ausgezahlt. Eine Weltrevolution in der Messtechnik, was für deinen Alltag erstmal unwichtig klingt. Aber ohne die genaue Bestimmung eines Kilogramms, die überall auf der Welt gleich abläuft, wäre eine globale Verknüpfung von Handel und Wissenschaft gar nicht möglich. 2019 trat die Entscheidung in Kraft. Die meisten haben das gar nicht mitbekommen. Genau das war das Ziel. Denn das Kilogramm soll ja weiter einfach ein Kilo wiegen. Wo begegnet euch das Kilo am häufigsten? Schreibt es uns in die Kommentare und lasst ein Abo da, um kein Video mehr zu verpassen.